Leichtathletik. Leichtathletik ist eine wunderbare Sportart, in der junge athletische Menschen mit wenig am Körper elegante Bewegungen ausführen. Oder Leichtathletik ist einer der kompliziertesten Angelegenheiten im Fernsehen überhaupt. Viel zu viele Menschen, zu viele Zahlen, zu viele Zeiten, mehrere Disziplinen gleichzeitig in einem Stadion. Was soll der ganze Quatsch eigentlich? An der Stelle kommen wir dann als Reporter, um das Ganze für den Fernsehzuschauer zu sortieren und erfahrbar und erlebbar zu machen, weil Leichtathletik an sich eine total sperrige Angelegenheit ist. Wenn man in so einem Stadion drin sitzt und sich das anguckt, dann schreit mal da einer und schreit mal dort einer und man kriegt überhaupt nichts mit. Insofern sitzt ihr bei Leichtathletik am besten zu Hause vor dem Fernseher, weil wir für euch eine wunderbare Auswahl gestalten und das Ganze einfach und verstehbar zu machen. Was ist im Sport am einfachsten zu verstehen? Richtig, das klassische Duell, High Noon, einer gegen einen, in diesem Fall mit Spikes an den Füßen und nicht mit Boxhandschuhen oder mit Pistolen. Das ist simpel und einfach und für jeden verstehbar. Dafür muss ich keine Regeln kennen, die in der Leichtathletik unglaublich kompliziert sind. Dafür muss ich nicht wissen, was gut ist für eine Zeit, für eine Höhe, für eine Weite, für eine Punktzahl, sondern ich muss einfach nur verstehen und erkennen, wer als Erster die Ziellinie überläuft. Das ist dann besonders einfach, wenn in einem Finale, wie wir das hier in einem Standbild schon sehen, 8 junge Frauen sind, aber der Fokus vorher eindeutig auf 2 gerichtet ist, nämlich auf die beiden Favoritinnen. Und dann hoffen wir, dass zu Hause der Herzschlag auch noch ein bisschen höher wird, weil der eine davon ist eine Deutsche. Und das letzte Mal, dass es vor diesem Finale über 100 Meter der Frauen bei den Europameisterschaften eine deutsche Europameisterin über 100 Meter gegeben hatte, war schon eine ganze Weile her. Deutschland gegen Frankreich, Véronique Bonk gegen Verena Seiler. Das ist einfach verstehbar, konsumierbar. Und dann versucht man mit seiner Stimme den Lauf, die 10 Sekunden, die von Startschuss und Einsetzen des Laufes bis zur Ziellinie vonstatten gehen, zu begleiten, zu dramatisieren, dem Ganzen einen Kick zu verleihen, dass man zu Hause vielleicht ganz kurz vom Handy aufschaut oder die Zeitung weglädt oder das Weizenglas in die Höhe reckt und dann wieder aufwischen muss nachher. Bitte. So sieht das dann aus. Da hat man Glück gehabt als Kommentator, weil natürlich haben wir alle gehofft, dass es zu diesem Duell kommen würde. Vorlauf überstehen, Halbfinale überstehen, Finale erreichen. Ja, dann sieht es erst nicht so gut aus, dann kommt sie doch, gewinnt. Ist auch für einen Reporter ein absolutes Highlight. Ja, das ist aber irgendwo planbar. Das heißt, es war ja vorher klar, Verena Seiler würde da irgendwo mitspielen können, würde eine Rolle spielen können in einem Finale. Ja, das sind dann Highlights, worauf wir den ganzen Abend abstimmen, eine Dramaturgie herstellen, die nicht erst mit dem Start oder der Vorstellung vor diesem Start passiert, sondern der praktisch durch eine ganze Sendung durchgezogen wird. Das ist die einfache Version. Das ist aber nicht die Version, von der nachher alle erzählen und um die sich dann nachher Legenden ranken, die Leben verändern können, sondern da braucht es eine andere dramaturgische Aufbereitung. Die dramaturgische Aufbereitung des folgenden Events, was ich euch gleich zeigen möchte, fing damit an, dass die Abendveranstaltung der Europameisterschaften 4 Jahre davor mit diesen beiden Herren downgegradet wurde. Und zwar von bundesweiter Berichterstattung auf regionale Berichterstattung.
Warum ist das gemacht worden? Programmplaner lieben Sicherheiten. Ja, also sind praktisch so die Rentenversicherer in so einer Fernsehanstalt. Ja, die wollen von uns gesagt bekommen, also heute Abend gibt es 4 Medaillen und es sitzen 15% der Zuschauer vor der Kiste. Also 3,5 bis 4 Millionen Zuschauer schauen sich das an. Und dann hat man eine Abendveranstaltung bei Europameisterschaften, wo die beiden einzigen Finals innerhalb von 2,5 Stunden das Hammerwerfen der Frauen sind und die 10.000 Meter der Männer mit diesen beiden Herren, mit Jan Fitschen und André Pollmicher. Dann überlegt man ganz kurz und sammelt die Argumente. Die Argumente hießen damals, Betty Heidler ist eine tolle Hammerwerferin und die kann eine Medaille gewinnen, hat sie vorher schon gezeigt. Ja, alles cool, darauf bauen wir unseren Abend auf. Das einem Programmverantwortlichen klarzumachen, ist nicht ganz einfach, weil Hammerwerfen der Frauen, da weiß er weder, wie das geht, wer das ist, wie die Regeln sind, noch wie schwer der Hammer ist. Ich möchte jetzt hier nicht fragen, wie schwer der Hammer ist beim Hammerwerfen der Frauen, aber wer hat eine Idee? Irgendeine Idee? 6 Kilo. 6 Kilo ist nicht schlecht? 4 Kilo ist der Hammer bei den Frauen. Ja, ist genau das gleiche wie beim Kugelstoßen. Kugelstoßen, Hammerwerfen, gleiches Gewicht. Also bei den Männern 7,25 Kilo. Ja. So fängt es schon an. Das ist nicht mehr einfach. Das ist nicht vermittelbar. Das ist schon bei uns im Sender nicht mehr verkaufbar. Also bin ich hingegangen und habe gesagt, Betty Heidler startet für Frankfurt. Da könnten wir doch zumindest beim HR diesen Abend live übertragen. Hat dann ein bisschen gedauert, aber tatsächlich konnte ich meinen Programmdirektor überzeugen, das zu tun. Betty Heidler hat einen tollen Wettkampf gemacht und ist 5. geworden. Ja, denkst du, okay, morgen mal nicht rangehen, wenn der Programmdirektor anruft. Ja, keine so gute Idee. 10.000 Meter der Männer, fast eine halbe Stunde Gerenne, ja, 2 Spanier-Favoriten, André Pollmecher, ja, war gut drauf. Denkst du, okay, wenn der vorne irgendwo unter die Top 8 kommt, ist alles cool gelaufen. Aber halbe Stunde im Kreisrennen, puh, das ist ganz schön zäh. André Pollmecher ist ein tolles Rennen gelaufen, ist persönliche Bestzeit gelaufen in diesem Rennen und wurde tatsächlich 8. Damit kann ich keinen dazu bewegen, von seinem Handy aufzuschauen, sein Bierglas in die Kissen zu stellen oder zu sagen, hast du den Lauf gestern Abend gesehen? Und dann war da ja noch Jan Fitschen. Bevor wir so ein Finale übertragen, versuchen wir mindestens mit den Protagonisten, aber auf jeden Fall mit den deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmern Hintergrundgespräche zu führen. Also haben wir das getan mit André Pollmecher, den ich damals noch nicht so gut kannte. Ich wusste alles über den, wann der wo trainiert hat, was der ist und was der nicht ist und so weiter und so fort. Ja, der war im gesamten Rennen, glaube ich, 4-mal zu sehen. Kurz. Ja. Mit Jan Fitschen habe ich auch kurz gesprochen, weil den kannte ich noch von früher. Ich war auch mal in dem Verein, für den der gestartet ist. Ich kannte seinen Trainer, der war damals als ich, also das war ja im letzten Jahrhundert irgendwann, mal Leichtathletik gemacht habe, da war der auch noch Athlet und ist 1500 Meter gelaufen. Also da hat man so eine Grundahnung, aber man denkt ja, okay, der Jan, der wird, wenn es gut läuft, 10., 12., den sehen wir gar nicht. Ich weiß schon, wie der läuft, passt schon. Und dann entwickelt sich ein Rennen, wo eine Spitzengruppe entsteht mit den Spaniern, die jeder ja ganz vorne erwartet hat, mit André Pollmecher und Jan Fitschen läuft in der 3. Gruppe. Alles so, wie man es erwartet. Das Rennen entwickelt sich, André Pollmecher fällt zurück, die Spitzengruppe wird kleiner, es ist noch ein Spanier und ein Schweizer dabei, der im Höhentraining zusammen mit Jan Fitschen einen sehr guten Eindruck gemacht hat. 2 Runden vor Schluss ist Jan Fitschen gar nicht mehr so weit von dieser Spitzengruppe entfernt. Und dann kommt ein Highlight im Leben eines Reporters, weil man das weder planen, vorhersehen noch sonst irgendwas kann. Sondern das muss man dann einfach erahnen und verstehen, was da abgeht. Nämlich ein Lauf, der eine Menge Leben verändert hat. Bitte.
Peng. Ja, das kommt auf einen zu. Ja, das passiert plötzlich, aber dann muss man verstehen, was da passiert. Ja, und dann muss man das nur miterleben und mitbegleiten. Viel mehr muss man gar nicht machen. Ja, und eine Idee haben, was das für eine Fallhöhe ist, weil das ist eine erhebliche Fallhöhe. Jan Fitschen hat vorher international überhaupt keine Rolle gespielt. Jan Fitschen hat ein Studium gemacht, weil er ganz sicher war, dass er nach seiner Karriere eine Menge machen würde, aber nicht vom Laufsport leben könnte. Seit er dieses Rennen gewonnen hat, hat sich sein ganzes Leben verändert und das der Menschen um ihn herum. Weil seitdem ist er ernst genommen, ist er jemand, der als Experte unterwegs sein kann, der ein Laufbuch geschrieben hat und immer noch inzwischen in Berlin größtenteils Laufgruppen betreut, hauptberuflich inzwischen. Ja? So kann eine Runde im Leben eines Läufers ja, einen gigantischen Unterschied machen. Und dann müssen wir da sein. Und dann müssen wir erkennen, was da passiert. Und dann haben sich alle geärgert nachher, dass das Rennen nicht im ersten gelaufen ist. Und dann ist ja auch alles richtig, weil dann hat man danach wieder gute Argumente. Ja? Nach so einem Lauf. So ein Lauf passiert einmal in der Sportlagerkarriere, so ein Lauf passiert vielleicht zwei, dreimal, wenn man Glück hat in der Karriere eines Reporters, aber mehr nicht. Ja? Und meine Philosophie ist es, dass ich versuche, den Zuschauer mitzunehmen. Ja? Das heißt, jetzt läuft der Fitschen da hinter den drei anderen her. Kann der überhaupt eine Chance haben gegen die? So, wenn ich jetzt eine Ahnung habe, dass die beiden Spanier vielleicht nicht so spurten können wie der Jan, weil Jan von den Unterdistanzen kam. Und mit dem Schweizer hat er das Trainingslager in St. Moritz zusammen gemacht und hat ihn da bei den Tempoläufen immer stehen lassen. Dann hatte ich schon eine Idee, dass der das schaffen kann. Ja? Und der hat ja da auch dann einen zweiten, dritten, vierten Wind, wie auch immer. Ja? Dann hast du eine Idee, ob der jetzt nachher gewinnt oder eine Medaille macht, ist dann eigentlich natürlich nochmal icing on the cake, klar. Ja, aber im Prinzip nicht mehr das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, dass jemand, der ein totaler Underdog ist, ja, da vorne mitmischt. Aber es ist dann schon viel Wissen über die Sportart. Ein Grundwissen muss natürlich da sein, weil sonst kannst du ja gar nicht einschätzen. Und sonst kannst du ja auch nicht den Leuten verstehbar machen, warum das jetzt so außergewöhnlich ist. Was ist das Problem dabei? Die Schreierei bleibt auch an dem Reporter hängen. Ja, Olympische Spiele in Rio vor 2 Jahren, die erste Woche Schwimmen und Leichtathletik parallel, alles groovy, extrem anstrengende Tage, sehr große zeitliche Distanz zwischen den Wettbewerben, morgens um 9 Uhr in der Schwimmhalle, abends bis 23 Uhr im Olympiastadion, freitagsabends das Ganze nochmal mit einer Doppelsession hinter mich gebracht, danach nur noch 3-mal Nachtsession Leichtathletik. Also für mich innerlich Olympische Spiele sind durch, ein bisschen Leichtathletik, das spielst du aus der rechten Hüfte. Samstag, kleiner Erholungstag, ein bisschen gucken gegangen im Olympiastadion, Sonntagmorgen, Marathonlauf der Frauen. Meine Stimme klang wie eine rostige Blechdose. Ich konnte genau eine Viertelstunde lang ein bisschen neben meinem Co-Kommentator herkrächzen und dann war's das. Stimme weg. Für 4 Tage. 4 Tage nicht sprechen. Ich habe alles versucht. Von warmen Äpfeln mit Honig, von Lutschtabletten, von irgendwelchen Kräutertees, von Bienenhonig, das einem in den Mund gespritzt wird. Das nützt alles nichts. Das Einzige, was hilft, Klappe halten, nicht sprechen. Leider war nach den 4 Tagen auch die Olympischen Spiele vorbei. Ja, und zum Beispiel das Finale mit Usain Bolt, bekanntlich sein letztes großes olympisches Finale, hat ohne mich stattgefunden. Ja, also auch so kann das passieren. Mit Jan Fitschen verbindet mich noch eine andere, vielleicht auch nicht ganz so schöne Begebenheit bei den Olympischen Spielen. 2012 war er mein Co-Kommentator beim Marathon, kam dafür eingeflogen aus St. Moritz, weil er zu dem Zeitpunkt die Vorbereitung für den Marathon hier in Frankfurt gemacht hat. Und wollte unbedingt am Sonntagmorgen noch ein kleines Entspannungsläufchen machen. Also er aus dem Marathon-Höhentraining und ich 2 Wochen lang gar nichts gemacht. Ja, also er lief dann so eine entspannte 4:30, für mich also all out. Ja, das war toll, ja, war auch irgendwie erfrischend, morgens ein bisschen da an den Docks in London rumzulaufen.
Leider tat danach echt meine Achillessehne weh. Und weil ich ja schlau bin und schon eine Menge gelernt hatte im Sport, habe ich dann eine Woche später einen Wettkampf gemacht in Stockholm im Triathlon. Danach habe ich dann 2,5 Jahre keinen Schritt gemacht. 2,5 Jahre. Weil Jan Fitschen es geschafft hat, mir auch noch eine Achillessehnenentzündung anzudienen. Ja. Hat er dann später selber gehabt, also wir haben dann irgendwann unser Leid geteilt und waren beim selben Arzt, sind aber beide wieder einigermaßen genesen, also es läuft einigermaßen, aber hat tatsächlich auch zum Abbruch seiner Karriere geführt. So, damit sind wir beim Triathlon. Da gelten ja diese ganzen Gesetzmäßigkeiten, nämlich diese kleine kuschelige Geschichte, dieses Besondere, irgendwie nicht mehr. Warum in Gottes Namen schauen sich Menschen 5, 6, 7 Stunden lang an, wie Menschen schwimmen, Radfahren und laufen? 2015, Frankfurt. Jan Frodeno zum ersten Mal in Frankfurt am Start. Ist losgeschwommen als Erster, ist vom Fahrrad gekommen als Erster, ist beim Laufen von niemandem überholt, eingeholt oder sonst wie worden. 8 Stunden lang, ein Mann alleine vorne. Rekord-Einschaltquote bei uns. Wie geht das? Es ist die Geschichte. Es ist die Geschichte, die dahinter steht, weil jeder von uns hört gerne eine gute Geschichte. Wie ist also die Geschichte? Für den Normalsterblichen ist ein Ironman immer noch eine ungeheuerliche Sache. Dass man diese 3 Ausdauerdistanzen an einem Tag hintereinander wegmacht, ohne eine Pause zu machen, ist unvorstellbar für einen normalsterblichen Menschen, der noch nie sich in solche Regionen bewegt hat. Hinzu kam, ihr erinnert euch vielleicht, an dem Sonntag 42 Grad in Frankfurt. Also die Frage, kann der überhaupt ankommen, ohne zu platzen? Ist dann an jeder Verpflegungsstation stehen geblieben und hat seinen Kopf in den Eiseimer gesteckt. Ja, und da war ja jedes Mal die Frage, kommt er da jetzt noch mal raus oder macht er da drin jetzt einen Freischwimmer? Ja, und deshalb haben unglaublich viele Leute zugeschaut, nur um zu sehen, überlebt Jan Frodeno, also ein hochausdauertrainierter Athlet, ein Ironman bei 42 Grad im Schatten, oder fällt er da doch noch um? Und weil das aus irgendeinem Grunde funktioniert, haben wir uns in diesem Jahr entschlossen, den Ironman in Frankfurt komplett live zu übertragen. Also 9,5 Stunden. Heißt natürlich auch, dass ich da 9,5 Stunden kommentieren muss. Bin noch nicht ganz sicher, ob ich das schaffe und wie das dann hinhaut mit meiner Stimme, weil die muss das ja auch mitmachen. Aber wir werden es angehen und diesmal haben wir die Geschichte Jan Frodeno, Weltmeister, gegen Patrick Lange, aktueller Weltmeister. Das ist noch eine bessere Geschichte. Und wenn uns dann noch einer dazwischen kommt, mit dem wir jetzt noch gar nicht rechnen, dann kann das ein großer Sonntag werden. Aber da werden wir alle an unsere Grenzen gehen müssen. Danke.